Seid gegrüßt, liebe Zuschauer, eine weitere Folge VR Gaming. Dragonfront probieren wir heute mal aus. Was steht hier? The Nemesis Event has begun. Challenge this powerful new foe. Limited Time Event. Okay, danke für diese Info. Habe ich aber gar nicht vor so. Das Spiel schmeißt mich einfach mal in diesen wunderbaren... Was ist denn das? Wo stehen wir denn überhaupt? Oh, guck mal da hinten. Seht ihr das? Sieht sehr witzig aus. Da oben raucht was. Sehr, sehr cool. Ist, soweit ich weiß, ein virtuelles Card Game. Bin mal sehr gespannt. Kann ich hier drauf drücken? Nein. Kann ich hier drauf drücken? Kann ich hier irgendwas machen? Hallo? Was ist da los? Spiel? Ich kann draufklicken wie ein Weltmeister, aber passiert dort dann nicht wirklich was, oder? Bewegen kann ich mich auch nicht. Okay, ich kann es wegdrücken. Hurra, alles klar, weiter geht's. Language, ich würde sagen, wir nehmen mal Deutsch. Willkommen im Chronolithen. Dieser Turm ist mein Zuhause. Du bist hier an diesen Ort der verschwommenen Zeit gebracht worden, um die Uhr deines Schicksals noch einmal zurückzudrehen. Die Uhr meines Schicksals. In deinem neuen Leben wirst du noch einmal lernen müssen, wie du deine Anhänger auf dem Schlachtfeld befehligst. Folge mir, ich bringe dich zurück zum Auslöser dieses großen Krieges. Okay, das klingt schon mal gut hier. Grundlagentraining, die Schlacht vom Höllungsberg. Baue eine Armee auf und mache die Festung der Rasenden dem Erdboden gleich. Das klingt sehr gut. Schuppen. Schuppen ist wir gegen Finsternis. Ist noch nicht freigeschalten. Let's go. Nicht verwendetes Mana kannst du in deinem nächsten Zug einsetzen, um teure Karten zu spielen. Okay, alles klar. Schreibt mir bitte immer in die Kommentare, was ihr von den Games haltet, ich spiele. Ob ihr denn auch eine VR-Brille habt? Wenn ja, welche? Würde mich mal interessieren. Und ich hoffe, ihr habt Bock, mehr VR zu sehen hier auf meinem Kanal, weil ich ganz persönlich finde, das ist der Obershit. Ja, das macht mega Laune, diese Games zu spielen. Und ich hoffe, ihr gewinnt dann einen schönen Einblick in die Welt der Virtual Reality mit mir hier auf meinem Kanal. Wird in Zukunft definitiv öfters kommen. Willkommen, Reisender. Hallo. Ich habe dich hierher zum Ausbruch des zweiten großen Krieges gebracht. Dies ist die Schlacht am Trauergrat. Du musst die Streitkräfte der Schuppen übernehmen und die Armee der Finsternis besiegen. Ja, du hast deine eigene Festung. Wenn sie fällt, verlierst du die Schlacht. Die Gesundheit der Festung wird durch die Zahl auf dem roten Schild angezeigt. Das da. Die Festung der Feinde befindet sich dir gegenüber. Das da. Stampfe sie mit deinen Armeen in Grund und Boden. Wo wir gerade bei Armeen sind, schauen wir uns mal deine Einheiten an. Okay, schauen wir uns die Einheiten an. Ich habe den hier. Diesen wunderbaren Kerl mit dem Pferd. Dann habe ich hier 24 Karten. Kanonen, aber ich glaube, die hier sind nur Deko, diese Kanonen. Hier, guck mal, da haben wir noch ein paar Schornsteine. Sollten mal ein bisschen gereinigt werden, ne, hier. Okay, schauen wir uns mal meine Armeen an. Ah. Diese Karten stehen für deine aktuell verfügbaren Einheiten und Zauber. Wähle diese Einheit aus und platziere sie in deiner Spawn-Reihe direkt neben deiner Festung. Also, es sieht ja ganz stark danach aus, wie so die typischen Card-Games wie Hearthstone zum Beispiel, fällt mir als erstes ein. Und ist eigentlich ganz cool. Jetzt haben wir hier einen Sturmzwerg. Der hat, ich glaube, einen Angriffspunkt. Ah, wird wahrscheinlich noch erklärt. Wähle das Wächterbataillon aus. Okay, das ist er hier. Und den setzen wir mal auf diese Karte. Sehr gut. Diese vorbildlich tapferen Einheiten sind das Rückgrat deiner Armee. Jetzt gibt es für dich nichts mehr zu tun. Du musst jetzt die Initiative deinem Gegner überlassen. So, was macht er jetzt? Diese widerwärtige Kreatur macht sich daran, alles Leben auszulöschen. Zu Beginn deines Zuges erhältst du Mana. Das ist die Währung, mit der du deine Einheiten spawnen, Zauber aussprechen und Befestigungen bauen kannst. Du erhältst bei jedem Zug eine bestimmte Menge Mana und zusätzliches Mana für jede Einheit in deiner Spawnreihe. Okay. Dein aktuelles Mana wird in dem blauen Kreis angezeigt. 2. Zeige das Blatt. Wähle das Wächterbataillon aus. Okay. Und hier drunter sind die Mana-Punkte, die ich brauche.
gern so einen Monstertypen. Du musst mehr Mana sammeln. Okay, ich dachte, ein Mana wäre... Oh, das ist hier fünf... Ah, ne, hier oben. Das hier sind die Mana-Punkte, ne? Was haben wir hier? Let's make some boom! Du solltest dir immer wieder mal die unbekannten Einheiten anschauen, um ihre Spezialeffekte kennenzulernen. Man kann über die Zwerge vom Roten Feld sagen, was man will, aber sie sind kleinere Ziele mit undurchlässiger Rüstung und können jeden Wächter unter den Tisch trinken. Sehr gut. Wichtige Eigenschaft. Und hier steht noch Rüstung. Reduziert den erlittenen Kampfschaden dieser Einheit um 1. Schützt nicht gegen Zauber, Befestigung oder Fähigkeiten. Okay, kann ich den hier mir auch mal angucken? Werde zu Ben? Ne, ich würde mir den hier auch nochmal gerne anschauen. Mag er nicht so recht, ne? Okay, dann beenden wir den Zug mal. Okay, jetzt hat er die Einheit nach vorne gestellt. Diese feindliche Einheit hat eine Fähigkeit, die du noch nicht kennst. Schau sie dir mal an. Need something. Okay. Würde mir gerne die Einheit anschauen. Kann ich die ein bisschen drehen hier so, oder? Nee, ne? Die Stygier der Finsternis sind eine wahrhaft unerbitterliche Armee. Sie werden nie müde, haben nie Hunger und hinterfragen nie ihre Befehle. Oh, das klingt doch wie eine ziemlich krasse Einheit. Aber sieht auch echt geil aus, muss man den lassen, ey. So, ich habe 4 Mana. Das heißt, ich kann theoretisch diese Einheit hier wählen. Jetzt haben wir andere verbündete Wächter halten plus 1, solange diese Einheit... Oh, das ist natürlich eine schöne Karte. Nette Dame mit einer Pistole. Okay, die boostet auf jeden Fall die anderen Einheiten. Investiere Mana in deine Champions. Champions sind kampfentscheidende Einheiten, für deren Beschwörung man viel Mana braucht. Ach so, ich muss die freischalten mit dem Mana. Jedes Mal, wenn deine Festung Schaden nimmt. Und auch durch Investieren von Mana senkst du die Kosten für den Champion. Damit kannst du also für die Zukunft planen. Yes, my lord. We serve. So viele Einheiten. Du musst schnell handeln, bevor sie dich überrennen. Du solltest jetzt die Zauber kennenlernen. Okay. So, mir füge eine Einheit 3 Schaden zu. Wähle diesen Zauber aus. Zauber bieten vielfältige Effekte auf dem Schiff. Das hat wunderbar funktioniert. Wie du siehst, hat der Schaden dieses Zaubers die verbleibende Gesundheit des Feindes übertroffen. Das ist die Zahl im roten Schild. Zauber sind bei richtiger Verwendung eine mächtige Waffe. Zeit für die Offensive. Wenn du eine Einheit aktivierst, bewegt sie sich, wenn möglich. Deine Einheit hat gewonnen. Sehr gut. Jetzt ist es Zeit für unseren Champion. Wow. Cheftechniker Brummel. Sehr gut. Das ist eine extrem starke Einheit. Im Allgemeinen haben Champions sehr hohe Werte und starke Fähigkeiten, die Kämpfe entscheiden können. Dank deines Champions hast du jetzt 2 Befestigungen. Das sind physische Konstrukte, die an freien oder von Verbündeten besetzten Positionen an der Frontlinie eingesetzt werden können. Sie bieten verschiedene Spezialeffekte und sind sehr mächtig. Setze mal die neuen Befestigungen ein. Wo sind denn die Befestigungen? Mauer. Wähle diese Karte aus. Stelle ich vor, diese Einheit, weil die ja boostet ja die anderen. Ich konnte nur eine Mauer bauen. Diese feindliche Einheit verfügt über eine neue Fähigkeit. Schau sie dir mal genauer an. So, was haben wir hier? Tod. Beide Spieler ziehen 1. Oh, was ist jetzt passiert? Mein Zug? Es ging schnell. Gucken wir mal. Wo es Krieg gibt, wird es auch immer Ratten geben. Hey, aber was hat die Feinde? Dieser Effekt wird bei Zerstörung der Karte aktiviert. Tod. Achso, der. Die Einheit tötet wahrscheinlich die Einheit, mit der ich angreife, auch.
haben wir denn zur Auswahl hier? Nochmal so eine Booster-Tante? Ich glaube, ich baue noch eine Mauer. Die meisten Einheiten verfügen über eine Anzahl an Mana-Fragmenten. Wenn eine Einheit vernichtet wird, erhält der Besitzer Mana in Höhe der darauf angezeigten Fragmente. Okay, das mit den Fragmenten habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden. Ah, ich würde aber gerne noch hier Karten ziehen, ne? Ja. Karten kann ich wohl nur da hinten reinlegen. Karte. Ich hatte auch 5 Mana, das müsste doch klappen. Warum kann ich den nicht nehmen? Ich will dieses Monster hier haben. Diese Einheit ist sehr schnell und widerstandsfähig. Achte ruhig mal auf die Details. Rüstung und Sprint. Diese Einheit kann sich über nicht nur eine, sondern gleich 2 Positionen bewegen, wenn der Weg frei ist. Okay. Du hast nicht genug Mana. Ich muss mal hier A drücken. Das irritiert noch ein bisschen, weil ich immer den Trigger benutze. So, die greift mal eine Mauer an. Reserve. Wir hatten auch einige Einheiten am Start. Kühne Aktion, gefällt mir. Diese Einheit hat ihre Aktion schon ausgeführt. Erstaunliche Taktik. Okay. Neue Einheit ausfällt. Zug, bevor du dieser Einheit weitere Befehle gibst. Solange sich diese Einheit im Spiel findet, kosten eine andere Einheiten aus dem Tempel zum Mana wie auch geil. Die will ich haben, die Karte. Ein 5-Sterne-General habe ich dazu gepackt. Wie nice. Na, die machen wir eine Mauer langsam platt. Oh, was ist das denn? So, Spider-Man ist da. Saubere Arbeit, Kommandant! Oh, die Einheit ging schnell flöten. Du musst ein gültiges Ziel auswählen. Ich kann mit denen nicht gehen, so, ne? Hier nach links rüber gehen geht nicht, nur nach vorne immer. 5 Mana habe ich noch. Was machen die denn? Sehr cooles Flugzeug. Niemand kann genau sagen, wie die Zwerge den Treibstoff mischen, aber angeblich ist es eine der gefährlichsten Tätigkeiten im Roten Feld. Okay, reduziert die Kosten, ist schon mal gut. Ich habe noch einen Mana übrig. Aber gehen kann ich trotzdem mit denen nicht. Oh, er haut Mana in seinen Champion rein. Und schon wieder diese Scheißratten, ey. Die Mana, sag ich schon, die Mauer ist ripped. Rally to me! Sehr schön. Haben sie gut gemacht, aber können die auch. Einen Zug, bevor du dieser Einheit weitere Befehle gibst. Habe ich noch eine Mauer übrig? So wie hier. Starte des Zugs gewährt 2 Mana. Was ist denn das hier?
Das habe ich vielleicht. Hätte ich mal nicht an die Front bauen sollen, glaube ich, dieses Gebäude. Ich habe noch 2 Mana übrig. Kann ich aber nicht ausgeben für Champions. Jetzt habe ich meine eigene Mauer angegriffen. Das war nicht so schlau. Oh, die Lady ist tot. No, fuck. Das war kein guter Move. Mal das Menü aufmachen. Nicht genug Mana. 4, 0. Was ist das denn hier? Füllt allen Einheiten in einer Bahn 3 Schaden. Oh, das ist gut. Du musst mehr Mana sammeln. Ah, 4 brauche ich dafür, ne? Auf Wiedersehen, ihr Penner. 1 Mana habe ich noch. Du hast diese Einheit schon befehligt. Dass ich die Hütte dahingestellt habe, ist ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, die können die einfach kaputt kloppen. Verdammt! Der Gegner hat seinen eigenen Champion heraufbeschworen und flutet das Feld jetzt mit noch mehr Einheiten. Autsch! Hat er mich angegriffen gerade? Ganz schön viel los hier. Also wir greifen natürlich einen Champion an. Rally to me! Ich habe hier halt mir den Weg so ein bisschen verbaut, was ein bisschen schade ist. Nochmal kurz die Karte hier aufmachen. Oh yeah. Diese Einheit ist noch nicht bereit. Ah, mit dem muss ich nur warten. Jetzt haben wir nur 3-mal Mana übrig, aber ich kann den nicht wirklich benutzen. Ey. Eine Strategie wie von einem legendären General. Okay. Muss an den seine Mauern mal rankommen hier. Yes, my lord. Er pflanzt aber auch die ganze Zeit Einheiten in der Wahnsinn. Aber eine Mauer ist weg. Du solltest dir immer wieder mal die unbekannten Einheiten anschauen, um ihre Spezialeffekte kennenzulernen. Okay, was haben wir denn da? Wow, wer bist du denn? 10, Alter. No. Let's go, Alter. Den setzen wir mal da. Der Typ ist mal fett, ey. Die boostet, glaube ich, hier wieder, ne? Let's get going. Okay, krasse Geschichte. Was hat denn da drüben hingepackt, ey? Krasses Fahrzeug, voll 13 Todeszyklen. Läuft bei ihm, ey. Auf geht's, Junge, hau drauf, komm. Mach dich mal weg da drüben, die Penner. Ja, aber ich mach dich schon ganz gut platt da drüben, muss ich sagen. Was haben wir hier noch? Verbündete Einheiten, Start des Zuges, 1 Mana. Was haben wir hier? Fügt alle Einheiten in der Bahn 3 Schaden zu. 10, let's go. Ich würde sagen, wir hauen die weg. Du musst ein gültiges Ziel. Auch dieser Zauber kann jede Einheit in einer Bahn treffen. Bahnen verlaufen senkrecht über das Schlachtfeld, ja, auch meine, und Reihen, ne? Waagerecht. Das ist nicht gut. It's an honor. Ich will meine Einheiten nicht selbst abknallen. Aber ich kann hiermit mich nicht bewegen. Sind schon gelaufen. Nächster Zug. Hab so viel Mana übrig da drüben mit der 8. Da hinten muss er auch noch einen hinstellen. Sonst greife ich den direkt an. Ah, schon wieder diese Dinger, ey. Na, dann hat er jetzt wieder Platz. Aber klar. Blutsammler.
Was für ein Typ, ey. Zweimal blutsam, ne? Gucken wir uns das mal hier an. Tod gewährt allen verbündeten Einheiten in der Reihe. Ah, okay. In der Reihe Gesundheit. Gut, gehst mal nach vorne. Die feindliche Festung hat nur noch halbe Gesundheit. Zerstöre sie jetzt. Das Ziel ist ungültig. Nice. So, was sah jetzt so aus bei... Theoretisch könnte ich die Karte spielen. Wieder den Platt machen. Ist ja klar, meine Einheit auch mit, aber damit ist der Weg frei. Und ich glaube, ich habe die auch angegriffen. So, was war das für eine Einheit hier? Ah, neu. Oh, ne, habe ich sogar. Wenn diese Einheit nicht aktiviert wurde, erhältst du einen Mana. Einigkeit. Und Recht und Freiheit, Leute. hier. Opportunity's knocking. Wie viel hat er noch? 4, ne? Ah, ich hab viel stärkere Einheit auf dem Feld als der, so. Sehr gut. Ah, geht drauf, ne? Okay, ich bin schon mal sehr weit vorgerückt. Ich habe den angegriffen, er hat noch 3 übrig. Ich würde sagen, wir machen Verstärkung. Was ist das? Starte den Zug mit Mana. Ende des Zugs, wenn erhalte ich Mana. Fügt dem Blatt die Kopie einer im Spiel befindlichen mit Einheit außer Champion hinzu. 10. Jetzt habe ich den geklont sozusagen. Und kann den auch einfach mal ausspielen. Ja, das war gut, ein guter Zug. Jetzt kommt er wieder mit seinem Motorrad da, ey. Dass die nicht überleben, war mir klar. Wir haben jetzt ziemlich alles angegriffen, was da vorne rumläuft. Was geht's meinen Karten noch? Die gerade heraufbeschworene Einheit verfügt über eine Heilfähigkeit. Sieh sie dir mal an. Eine Heilfähigkeit haben die hier. Ende des Zuges. Heilen. Stellt X Gesundheit wieder. Ja, nice. Das ist natürlich auch sehr geil. Habe ich jetzt hinter diesen Champion da gesetzt, was eine gute Sache ist. Und, wir machen das Feld voll, würde ich sagen, ne? Aber auch saugeile Buffs jetzt durch die Leute auf meinem Feld und so. Also das werden wir auf jeden Fall gewinnen, das Match hier. Dein Zug. Ja, RIP. Ciao, Alter. Verpiss dich. Im Schlachtfeld. Ja, ne? Geschafft. Du hast deinen ersten Gegner besiegt und bist jetzt bereit, die Geschichte neu zu schreiben. Du wirst einen guten General abgeben. Danke. Nun ja, ich würde sagen, das war eine sehr coole erste Runde. Das hat echt Spaß gemacht. Sobald die Kosten deines Champions auf 0 sinken, kann er eingesetzt werden. Okay. Einheiten können sich mit den meisten Befestigungen eine Position auf dem Schlachtfeld teilen. Ach, echt? Können sich Felder teilen? Kam jetzt gerade nicht so vor. Man kann halt nur nach vorne laufen. Das bedeutet, alles, was man, wenn man eine Einheit vorne hinsetzt und dahinter eine neue,
Können die beide nur nach vorne laufen, also so mit meinen Händen gerade. So. Als nächstes hätten wir zurück zum Trauergrat. Überwältige die Armee der Schnuppen mit einem Angriff der Untoten. Na dann, meine Damen und Herren, werden wir uns doch nochmal ins nächste Abenteuer stürzen. Ich mag auch hier meine virtuelle Hand. Die sieht sehr cool aus. Schöner Effekt. Denke daran, Einheiten in deiner Spawn-Reihe zu behalten, um zu Beginn deines Zuges Mana zu generieren. Ach so, wenn die hinten stehen, bei mir generieren die Mana. Das ist natürlich gut zu wissen. Okay, verstanden, das macht Sinn. Die Schuppen, ey. Ich sehe ja witzig aus mit deinem Steingesicht hier. Du hast die Wahl, andere Karten für dein Eröffnungsblatt aufzunehmen, wenn du mit der ersten Ziehung nicht einverstanden bist. Willkommen zurück, Reisender. Wir sind wieder in der Schlacht am Trauergrat. Aber jetzt befehligst du die Armeen der Finsternis. Überrascht? Ich verleihe dir vollkommene Kontrolle über die Streitkräfte. Wie der Kampf ausgeht, hängt ganz allein von dir ab. Jetzt bin ich also auf der anderen Seite, auf der dunklen Seite, was natürlich sehr geil ist. Spawnen wir als erstes tot. Beide Spieler ziehen eins. Er hat vorhin... Was hat er denn gespawnt? Falle, fügt einer Schaden zu. Okay. Kann ich die... Du brauchst mehr Mana. Okay. Erstmal die netten Ratten hier. Ich habe nur einen Mana bis jetzt, was soll ich machen? Er sammelt da drüben, so wie es aussieht. Diese Falle würde ich hier gerne hinsetzen. Somit mache ich den Weg erstmal dicht. Oh, Hunde. Gucken wir uns mal die Doggies hier an. Oh, ein Schäferhund. Sieht aber sieht cool aus, ne? Mit der Rüstung vorne. So, ich nehme mir zwei Mana, habe ich. Sind schon mal stärker als die Hunde da drüben. Oh, eine schicke Einheit hat er bekommen. Dann wird er gleich mal auf die Fresse kriegen, wenn er davor läuft. Ich werde zur Verteidigung übergehen hier. Falsche Taste gedrückt. Die Einheit, die gefällt mir, sieht cool aus, ey. So, was macht er? Oh, das ist eine starke Einheit. Was hat er denn da hingesetzt? Psychosöldner. Okay, da sollten wir vielleicht auch was Starkes dagegen bringen. Ich habe 4 Mana-Punkte. Was haben wir hier? Zerstört eine Befestigung oder fügt dem Feind die Festung 3 Schaden zu. Oh, das ist natürlich eine geile Karte. Dem jetzt schon mal so viel Schaden zu geben. Aber ich glaube, ich sollte eher ein bisschen passiver spielen. Die da drüben haben einfach richtig viele Punkte. Nicht genug Mana. Die Kraft der Feinde, die durch die Einheiten Schaden erlitten wird, auf 1 gehen. Ah, okay, das ist sehr gut. Weil die sind stark da drüben. Nächste Runde ziehe ich mal mit meinen Ratten darüber, ich Idiot. Habe ich vergessen. Oh, die Flugzeuge. Oh shit, die sind stark. Schön in die Falle gelaufen. Hau mal drauf, die Tante. Sehr gut. Ich will jetzt noch nicht alle Einheiten vorbewegen, weil ich brauche auch Mana für den nächsten Zug. 5 haben wir. Und hier würde ich gerne noch einen Dreier hinsetzen. Ach komm, das machen wir mit der Festung. Wähle eine Option. Steht der, zerstört eine Befestigung oder führt eine feindlichen... Nee. Zerstört eine Befestigung oder führt... Ja, natürlich hier.
Feindliche Festung. Rein auf den Gegner draufklauen. Wie viel hat er jetzt noch? 12. War eine geile Karte so. Eins weiter vor, dass wir die Hunde angreifen können dann, aber die. Ich brauche Mana, deswegen lasse ich die mal dahin stehen in der Reihe. Das finde ich cool, dass ich hier schon so eine gute Befestigung habe und hier erstmal nichts steht. Oh! Da kommt ein großer Bruder. Jetzt haben sie meine. Ah, das war ja dumm, die Filter da. Was? Die sind auch tot? Warum sind die gestorben? Warum ist denn die Einheit gestorben? Jesus, fuck. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Schon wieder die Hunde. Ich habe gedacht, die überleben das. Was haben wir hier? Der kostet keinen Mana, deswegen nehme ich die 1 gegen 1 gegen die Köte. Du brauchst mehr Mana. Das sind sehr billige Einheiten. Oh, oh. Verliert jedes Mal per Zufallswahl eine Gesundheit oder Kraft, wenn eine Verbindung vernichtet wird. Let's go, Alter. Mana in den Champion und weiter geht's. Ah, wobei. Ich weiß mal. Ah, shit, und jetzt kriegt ihr Schaden, oder was? Das war nicht so der gute Move, würde ich sagen. Need something. Magic finds you. Oh, schön. Die haben zwei Felderangriff. Den Bruder setzen wir dahin zum Verstärken der Einheiten. Oder war der nicht hier? Gewährt allen verbündeten Einheiten in dieser Reihe einen Gesundheit. Ja, dann sollte der denen einen Gesundheit mehr geben, ne? Ah, den haben wir auch schon gut runtergeschossen hier. Oh, die haben mich angegriffen. Die haben meine. Die haben einfach. Achso, die haben auch zwei Reichweite, da wie die Flugzeuge. Aber die hole ich gleich runter mit dem Eisblock, Fuzzi, hey. Zumindest gehe ich davon aus. Okay, die haben eine Verstärkung bekommen. So, der bekommt so einen Tower oder was? Oh shit, was ist das denn? Oh, au. Dieser Turm da gefällt mir gar nicht, der bei mir steht. Hat er die nochmal verstärkt oder was? Ach komm schon, ey. Warum sind die down? Oh, in order. Alter, ist auch down gegangen wie diesen scheiß Turm oder was? Puh, Alter. 8. Your service. Der muss einfach krass sein, der Typ, Mann, der Dude, den ich ja gerade gesetzt habe. Nicht genug Mana. Ich habe gehört, ich habe 4. Aber es ist 6, ne? Was haben wir hier? Besetzung erhält das Besitzer Sehenschmied seinem Mana und seine Festung leider ein. Oh, das ist gut. Das, wenn die einen Schaden bekommt, fand ich immer gut. Nochmal die Ratten hier. Da ist manchmal. Da drüben keiner ist, lasse ich das erstmal so, wie es ist. So. Gucken, was der Gegner macht. 12 zu 12 steht es gerade. Aber mein Champion ist besser als seiner. Ah, der hat auch gerade auf seinen Champion ausgelegt. Wenn er mich angreift, geht er drauf. Fun.
Together now. Okay. Stehen die auf meinem Feld da drüben? Oh shit. Nein, doch nicht den, Alter. Oh, den hab ich noch gebraucht, ey. Oh, 8 und 5, ich hab zu wenig Mana, ey. Halt, was haben wir hier? Fügt eine Einheit Schaden zu, gewährt deine Festung jeden erlittenen Schadenspunkt Heilung um 1. Ah, jo, let's go, Alter. Wiedersehen, ihr Penner, Alter. Ich habe keine Mana mehr? Du benötigst mehr Mana. Das ist aber schlecht. Ich habe nur noch einen Mana, so, das ist halt echt nix, ne? Nicht genug Mana. Das habe ich schon geschnallt. Geht trotzdem vor mit meinem Alten. Du hast alles zu viel Mana. Ah, ich habe noch 2, cool. Cool, da habe ich noch 2 Mana dazu bekommen. Au! Stop it, Mann. Der hat aber auch nur 3. Oh Gott, sein Ding ist gleich fertig. Oh no, der ist auch noch draufgegangen wegen dem scheiß Turm. Wie kann ich den denn zerstören, ey? Opportunity's knocking. Jetzt brauche ich aber mal ein paar Monster-Einheiten hier. 4 Mana nur. Du brauchst mehr Mana. Sag mal, was macht das Ding hier? Ende des Zuges bei Besetzung erhält der Besitzer der Seelenschmiede 2 Mana und seine Festung erleidet einen Schaden. Die Aufschrift der Auflösung beschreibt ihn in der Kommandant. Aber hier steht, und seine Festung erleidet einen Schaden. Das müsste doch beim Gegner dann sein, oder? Deswegen habe ich die auch da drüben gebaut, oder nicht? Zumindest habe ich gedacht, das funktioniert so. Ich sollte mir auf meine Mana aufpassen. Ich habe 6 und 6, ey, das ist ja... Ich habe keine Einheit mehr, Leute. Dafür habe ich da drüben lauter so Töpfe stehen. Au! Ich habe 1 Mana, Alter, really? 1 fucking Mana. That's it. Oh no, jetzt holt er den Fetten. Was mit diesen komischen Türmen hier? Die Seelenschmieden. Oh Gott, hat er viele Einheiten. Ich krieg halt nix. Oh, ich krieg auf die Fresse, krieg ich. Let's have a look, see. Der hat so viele Einheiten und ich kann nix raushauen. Oh Gott, das werden hier noch angegriffen. Puh. Aua, hau ab, Alter. Auf mich anzugreifen. Oh no. Oh Gott, und die greifen mir auch noch an. Einfach 2 Felder, oder? Leute, ich brauche unbedingt meine Super-Einheit, ey. Wähle eine Option. Spawn gewährt Verbündeten 1-1 Auswahl oder Spawn setzt in einem Stück in jedem offenen Position auf. Boah, Alter. Alter. Genau das habe ich gebraucht, Alter. Jesus fucking Christ. Danke für die Rettung, Mann. Einheiten mit Beschwörungskrankheit können sich nicht bewegen. Verschiebe die Einheit. Du musst ein gültiges Ziel auswählen. Dieses Ziel ist nicht gültig. Jetzt habe ich so viel Mana übrig und kann nichts spawnen.
Die Spawn-Reihe ist voll. Das geht nicht. Ja, ich bin durch mit dem Zug. Puh, gerade nochmal so in den Arsch gerettet mit diesem, mit der Spawn-Fähigkeit von dem Champion, würde ich sagen. Da krieg ich schon wieder auf. Oh, ich hab nur noch zwei. Ich hab nur noch zwei halt. Jetzt krieg ich aber massig Mana, ey. Alter, what? Der ist mal mächtig, der Bruder. Also manchmal, ich will hier draufklicken. Nehmen und einsetzen. Okay, jetzt habe ich zumindest eine gute Defensive. Oh no, ich habe verloren. Der kann über zwei angreifen. Ach Scheiße, Leute. Das haben hier aufgepasst. Aber dank der Möglichkeiten der Zeitreise kannst du es erneut versuchen. Nun gut, meine Freunde. Ich würde sagen, wir haben einen sehr guten Einblick bekommen in dieses Game. Finde ich persönlich sehr schön. Macht echt Spaß. Was mir natürlich fehlt, ist ein bisschen mehr Überblick. Ich bin auch kein großer Hearthstone-Spieler. Aber in VR teste ich sowas gerne mal aus. Deswegen schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr von diesem Spiel haltet. Ich persönlich hatte sehr viel Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei der nächsten Folge Virtual Reality mit mir, dem Ralf, hier auf meinem Kanal. Und macht's gut. Winke, winke. Bis zum nächsten Mal. Niederlage. Ha. Ciao, ciao.